Magomed Ali C. besuchte regelmäßig die inzwischen geschlossene Fusilit-Moschee in Berlin. Auch Clement B. soll sich dort aufgehalten haben. Wie wir alle wissen, war die Fusilit-Moschee auch eine Anlaufstelle von Anis Amri. Von daher kann es natürlich sein, dass sich Magomed Ali C. und Anis Amri dort über den Weg gelaufen sind. Wir haben keine Erkenntnisse dafür, dass Magomed Ali C. oder Clement B. an dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz beteiligt waren. Und zweitens, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Anis Amri an den Anschlagsvorbereitungen von Magomed Ali C. und Clement B. beteiligt waren. Germany claim they have foiled a terror plot in Berlin. Authorities in the German capital have arrested a suspect of Russian origin. Our Europe correspondent Peter Oliver brings us more. Police in Berlin have arrested a 31-year-old Russian man from the Chechen Republic on suspicion of planning a terror attack. Now, what the target of this attack may have been hasn't been revealed, but what prosecutors have said in a statement is that the intent was to kill as many people as possible. Now, the man has been named as Magomed Ali C, with standard protocol here in Germany to just give the first name and the first letter of the last name for anybody who's been arrested, but he's understood to have worked in the past with a partner who's currently in French custody. Now, he is a 22-year-old that has been named as Clement B, who's currently in French detention after he was arrested back in April of 2017. Prior to the French general election, he was picked up on terror charges as well. Now, the two men are understood to have been planning an attack together back in 2016, but they called that off after police became suspicious of the actions of Magomed Ali C and started to investigate him. The 31-year-old from the Chechen Republic remained here in Berlin. However, the 22-year-old named as Clement B, he fled first to Aachen and then into France, where he was eventually arrested. Well, 31-year-old Magomed Ali C will face the federal court on Thursday, where charges will be put before him. And how worrying are they? Is this latest arrest for German authorities? Well, the man Magomed Ali C was not only known to French police, but he was also on the radar of German authorities. He was one of some 770 potential terrorists, people that German authorities, that the police know that they have on their radar, that pose a threat to Germany, but also in this case not an immediate one. So the arrest was important for authorities, but they don't believe that they have foiled a current terror plot. So it was rather in order to get out more information on these materials that he had in this earlier planning stadium with Clement B. But what is interesting about the case is that Magomed Ali C was part of a scene of Russian Chechens in Germany, where authorities believe that this scene is particularly dangerous. It's a number of well-trained Islamists from Chechnya, from Russia, that are well-connected with Islamists all over the world. So it was certainly a big blow to this scene today in Berlin. Bei uns im Studio der Terrorismusexperte und Sicherheitsberater Malte Ruschinski. Herr Ruschinski, wir haben es bereits gehört, es soll sich um den Sprengstoff TATP handeln. Was kann man damit anrichten? TATP ist ein hochexplosiver, sehr instabiler Sprengstoff, der ja erhebliche Wirkung haben kann. Das Problem an TATP ist die Herstellung. Bei der Herstellung gibt es sehr große Risiken für diejenigen, die damit befasst sind, durch die Chemikalien, die dafür gebraucht werden. Das ist zunächst einmal stark gesundheitsgefährdend, diese Chemikalien einzuatmen. Auf der anderen Seite ist bei der Herstellung die Möglichkeit da, dass er sich jederzeit umsetzt. Das heißt, man muss sehr sorgfältig vorgehen und deswegen gelingt es so wenigen potenziellen Terroristen, effektive Mengen herzustellen. Aber das, was da reinkommt, kann man das tatsächlich einfach so im Baumarkt erwerben, dass es für Terroristen so interessant ist, TATP herzustellen? Das kann man theoretisch einfach im Baumarkt erwerben. Wir sprechen jetzt hier lieber nicht über die konkreten Chemikalien. Das ist eigentlich relativ einfach. Allerdings sind viele Stellen, wo sowas verkauft wird, Apotheken, Baumärkte, mittlerweile sensibilisiert. Die wissen also, wenn bestimmte Mengen von bestimmten Zutaten verkauft werden, dann werden Sicherheitsmaßnahmen aktiviert.
jetzt zum Beispiel Kameraaufnahmen weitergeleitet an die Behörden. Deswegen ist das nicht so einfach, hier entscheidende Mengen tatsächlich auch zu beschaffen, um dann so einen Sprengstoff herzustellen. Sie als Terrorismusexperte empfinden diese Meldung, diese Entwicklung jetzt von heute als wie besorgniserregend. Wie müssen wir das einschätzen? Was bedeutet das? Nun, zunächst einmal sehen wir hier, dass die GSG 9 also geschickt worden ist, um die Festnahme vorzunehmen. Das ist also nicht ein Spezialeinsatzkommando, sondern das ist tatsächlich nochmal eine Nummer höher auf Bundesebene. Also das deutet darauf hin, dass hier mit einer Gefahr zumindest gerechnet wurde, eventuell mit dem Auffinden von THTP oder THTP-Resten. Grundsätzlich ist das hier aber ein Vorgang, der eigentlich schon eine Weile zurückliegt. Das heißt, wir haben hier einen Vorgang, der im Nachhinein möglicherweise aufgeklärt wird. Und jetzt ist den Ermittlern möglicherweise aufgefallen, bestand die Möglichkeit, dass noch THTP irgendwo im Umlauf ist, was noch nicht in Frankreich sichergestellt worden ist. Und deswegen wollte man das vermutlich hier herausfinden. Walter Ruschitzky, vielen Dank für diese Ausführung. Paris suicide bomb vests contained volatile explosives. Unlike other bombings in which attackers used explosives carried in backpacks, last week's deadly attacks on the French capital saw jihadists with bomb vests, something normally associated with terror attacks in North Africa and the Middle East. At least one of those implicated in Friday's Paris terror attacks attempted to enter the Stade de France, but was stopped when guards discovered him wearing a vest during a pat-down. The vests appeared to contain TATP, triacetone triperoxide, an unstable explosive made easily using household products, as well as nails to act as shrapnel, a battery, and a detonator. All seven suicide bombers wore identical explosive vests. Authorities believe an explosive specialist who came from or trained in a jihadist hotspot may have made the vests in France or elsewhere in Europe and could still be in the region. Since making the vest requires training, any bomb maker would be considered a valuable asset and the person responsible was not likely among the attackers. TATP, nicknamed the Mother of Satan due to its volatility, has been the explosive of choice among terrorists in recent years and was used in the 2005 London Underground bombings that killed 52 people.